Ja, wenn der Roland gut in die Jahre gekommen ist, kann das sein, dass er sich hier drin etwas verformt im Gurtwickler und dass der Rollangurt hier drinne dann abspringt und sich verklemmt. Ich kann jetzt, er wickelt sich nicht mehr auf jetzt. Ziehen. Wir öffnen jetzt den Gurtwickler. Und sehen, dass der Gurt sich hier verklemmt hat im Gurtspanner. Die Feder etwas nach hinten ziehen. So, der Gurtspanner steht natürlich hier unter Spannung. Jetzt müssen wir erst die Sicherung herausbiegen, damit wir so ein bisschen Entlastung bekommen. Und jetzt können wir unseren Gurt wieder neu aufwickeln. Hier sieht man auch, wie der Gurt sich verformt hat und dadurch immer wieder von der Rolle hier runterspringt. Darum wäre es auch angebracht, mal einen neuen Gurt einzuziehen. Ein bisschen den Gurt etwas straffen. Hier sieht man, dass der Gurt sich sehr verformt hat und dadurch immer wieder runterspringen wird von unserem Gurtspanner. So, wenn wir das etwa jetzt gestrafft haben, dann werden wir unsere Bremse lösen, wieder zurückdrücken. Und jetzt wickelt sich der Gurt durch die Spannung schon von alleine auf. Nun können wir den Gurtspanner wieder in den Gurtwickler einsetzen. Und den Gurtwickler schließen.